Letztens wurde mir eine Frage gestellt. Kirsten, sag mal, wie kann ich denn ein YouTube-Video mir als Transkription übersetzen lassen? Also, dass ich parallel einen Text bekomme, wenn ich mir das Video anschaue, aber nicht so schnell mitnotieren kann. Dafür gibt es eine ganz einfache Applikation oder ein Plugin, was du deinem Browser hinzufügen kannst, und zwar im Chrome-Browser, und du hast automatisch eine Zusammenfassung, die dir aus diesem Video erstellt wird. Und zwar heißt diese Applikation oder dieses Plugin NoteGPT, und ich habe sogar nur die kostenlose Variante, du kannst es auch noch kostenpflichtig machen, und die ist dann hier oben in deinem Browser enthalten. Du siehst das jetzt hier bei mir. Es ist hier mit enthalten und ich habe im Monat 15 Prozesse frei, die ich halt damit gestalten kann. In dem Fall ist ein Prozess beispielsweise, dass ich es mir übersetzen lassen kann. So, aber wie funktioniert das Ganze jetzt hier? Ich gehe über den Play Store, also hier über die Erweiterung, und füge mir das hinzu. Wenn ich jetzt das ganze Erweiterung mir mal anschauen will, gehe ich auf die Erweiterung. Und die, von der ich hier gerade gesprochen habe, die findest du jetzt hier unten. So, und das sieht dann auf YouTube so aus: Wenn ich ein YouTube-Video geöffnet habe, habe ich hier rechts diesen Balken, wo ich dann halt sehe, oder diesen Bereich, wo ich das Ganze auswählen kann. Und wenn ich jetzt hier, das ist jetzt, weil es ein englisches Video ist, wenn ich das auf Englisch stehen lasse, dann wird mir das halt in Englisch angezeigt. Wenn ich es jetzt hier auf Deutsch mir angebe, siehst du, wie schnell mir das in Echtzeit das übersetzt, was in diesem Video hier alles erzählt wird. Und wenn ich jetzt hier auf Summary gehe, wird mir auch automatisch eine Zusammenfassung erstellt. Also ich finde das richtig cool, ja, und ich kann das Ganze dann auch noch erweitern, ich kann dann daraus ein Prompt, ich kann mir eine Notiz daraus machen, ich kann hier alles Mögliche machen, und wenn ich jetzt hier auf Mindmap gehe, erstellt er mir sogar mit einem Klick eine Mindmap aus diesem Video. Ich finde das richtig cool. Probier es mal aus, und vielleicht hilft dir das demnächst bei deinen YouTube-Videos, wenn du daraus lernen willst und eben sagst, mein Englisch ist vielleicht nicht so gut und ich möchte es gerne auf Deutsch übersetzt haben. Du kannst das Ganze natürlich auch bei deutschsprachigen Videos machen. Da kannst du dir dann auch sehr schnell eine Zusammenfassung erstellen lassen.